Namaste, liebe Freunde. Ja, es gibt Probleme über Zoom. Funktioniert es nicht und so bin ich jetzt hier auf Facebook live. Leider kann ich dann keine Sprachen von euch hören, sondern nur Kommentare. So wie wir das früher schon immer kennen von Facebook. Und der liebe Devaseto versucht dann später, das über Zoom oder über Jetzt TV zu verlinken. Ja, was gibt es zu sagen, wenn schon alles gesagt ist und wir uns daran erfreuen, an diesem gegenwärtigen Sein? Naja, zumindest bin ich jetzt etwas beweglicher und kann auch noch mal euch hier nach draußen führen zu diesem Sonnenuntergang. Manche von euch kennen das ja schon durch unsere Treffen in den letzten Wochen. Ja, Namaste. Tief herzberührt von eurer Liebe. Ja, Fragen und Mitteilungen, liebe Freunde, sind jederzeit willkommen. Über Zoom, Jetzt TV hat es heute nicht sein sollen. Warum auch immer. Aber ich hätte euch gerne auch sprechen gehört bei euren Fragen, falls welche überhaupt da sind, Fragen. Und so bleibt mir jetzt nur dieses Einfachsein, was sowieso schon letzten Endes alles ist. Stille, die sich selbst genug ist. Dankeschön, liebe Corinna, für die Nachricht. Devaseto ist dran. Hallo Devaseto, hallo liebes Jetzt TV, hallo liebe Freunde. Ja, ich muss mir mal ein Notebook anschaffen. Hier nur mit dem iPhone ist das ein bisschen nicht so bot. Nicht so funktionsfähig mit Zoom. Aber auf Facebook hat es immer gut funktioniert, die letzten Jahre. Ganz einfach. Und all die Freunde, die an der Gegenwärtigkeit, von der Gegenwärtigkeit berührt sind, von der Liebe, die umfassender ist als die persönliche, herzlich willkommen, also auch all diejenigen, die nicht mit mir hier auf Facebook befreundet sind und all diejenigen, die jetzt vielleicht auf Jetzt TV auch hieran teilhaben. Es gab Probleme. Wir haben eine halbe Stunde versucht. Es hat nicht funktioniert. Und ihr seid alle eingeladen, hier mit uns zu sein. In der Liebe, die wir sind.
berührt zu sein, zeitlos, so wie gerade, ist schon alles. Ja, Elke schreibt, hat eine Frage, sie schreibt, warum zeigt mir die Angst, meinen Hund zu verlieren? Ja, es ist in diesem Lebenstraum immer eine Angst da, etwas zu verlieren. Das gehört zum Lebenstraum. Zum Lebenstraum gehört alles Traumhafte, so auch die Angst und auch der Verlust. Und alles ist okay, dass es auch erscheint. Wir sind göttliches Sein in dieser menschlichen Form, die gerade in diesem Augenblick diese menschliche Erfahrung machen. Auch die Erfahrung des Verlustes, immer wieder. Deshalb ist auch dieser horizontale, zeitliche Lebenstraum, auch wenn er illusionär ist, notwendig, um aus dem vertikalen, zeitlosen, was Absolute ist, was keine Erfahrung kennt, wo nichts stattfindet, etwas stattfinden zu lassen. So erlebt sich das Göttliche in diesem Lebenstraum. Durch all unsere Facetten unseres menschlichen Seins. Es gibt kein Entkommen in diesem Lebenstraum, solange wir erscheinen als scheinbar jemand. Dass in Wahrheit hier niemand ist, ist genauso richtig und falsch wie hier ist niemand und hier geschieht nichts. Beides ist gleichzeitig zeitlos das, was ist. Das, was ist, ist unfassbar, unbeschreibbar. Es ist die Wahrheit, die wir selber sind. Die Suche im Lebenstraum beendet sich von selbst. Niemand kann es machen. Es gibt nichts zu machen. Es gibt nichts zu tun. Denn es ist alles zeitlos, schon hier. Auch gibt es nichts zu verstehen. Ich verstehe meine eigenen Worte nicht. Es gibt kein Wissen darüber. Deshalb ist es förderlich, im Nichtwissen zu ruhen, so wie gerade, in dem Lauschen, in dem Schauen, in dem Staunen, zu verweilen, bringt uns sofort in dieses unschuldige Sein, was wir schon immer gewesen sind, seitdem wir in diesen Lebenstraum als Neugeborene eingetreten sind. Keine Ahnung von sich selbst und einfach nur dieses Schauen, dieses Lauschen, dieses Sein, was nichts von sich wissen muss. Ja, liebe Elke, deshalb liebe diesen Augenblick mit deinem Hund. Sei berührt
auch von dem Gedanken, dass der Verlust erscheinen wird in diesem Lebenstraum, so wie wir alles irgendwann uns von allem trennen müssen, auch von unserer menschlichen Form. Und dieses berührt zu sein von unserer eigenen und von der Vergänglichkeit all dieser geliebten Wesen um uns herum, das bringt uns sofort in unser Herz. Weisheit geschieht von selbst, wenn wir in unserem Herzen sind. Es ist eine Gnade, wenn es geschieht, wenn wir uns ergeben, wenn wir uns hingeben, wenn wir kapitulieren. Niemand kann das machen. Freiheit, die von sich selbst nichts weiß, gelöst zu sein von allen Konditionierungen im Bewusstsein, in diesem zeitlosen Jetzt. Sie mögen wiederkommen und sie können wieder verschwinden. Dieser Geschmack von diesem gelöstem Sein ist das, was uns unmittelbar in die zeitlose, göttliche Liebe führt. Und da ist auch eine süße, zarte Bereitschaft, jeden Augenblick von uns zu lassen, sodass nichts mehr bleibt. Sodass wir auch frei sind, wie im Tiefschlaf, von jeglicher Erfahrung. Nichts gehört uns. Alles mühelos der Weite übergeben. Auch die Trauer, auch die Angst, auch den Verlust, auch den Schmerz, auch die Liebe. Nichts gehört uns. Die Bereitschaft, in Süße alles aufzugeben. Jetzt ist wieder das, was wir in Wahrheit sind. Herzlich willkommen, lieber Wolfram von Jetzt TV. Ja, es sollte nicht sein, dieses Zoom-Meeting. Warum auch immer. Es geschieht nur immer, was geschieht. Aber ich werde mir dann in den nächsten 10 Tagen, wenn ich wieder in Köln bin, ein Notebook kaufen. Und dann wird es auch sicherlich einen besseren Zugang geben. Hier nur mit diesem iPhone bin ich doch ein bisschen schwach ausgerüstet. Aber wie ich schon sagte zu Anfang, über Facebook Live hat es immer gereicht, die letzten Jahre, viele Menschen zu berühren von der Einfachheit. Sein ist einfach. Es ist das Einfachste. Nichts zu sein, in einer Bereitschaft, ganz von uns zu lassen, jetzt, immer, in diesem zeitlosen Jetzt. Und auch der Lebenstraum läuft weiter, aber hier ist niemand, der etwas wissen könnte. Es braucht kein Verstehen.
Es braucht keine Bemühung. Es braucht keine Absichten für etwas. Berührt zu sein ist für mich der direkte, unmittelbare Zugang zu unserem eigenen göttlichen Selbst. Berührt zu sein ist Gnade. Ja, und auch in den Treffen mit Helmut, ob es Satsang genannt wird oder Darshan, ist immer ein Raum, wo alles sein darf, so wie jetzt, und nichts sein muss. Es ist ein geschützter Rahmen, wo alles erlaubt ist und doch nichts sein muss. Gerne, liebe Elke. So, wenn jemand kommentieren möchte oder Fragen hat, die werde ich dann hier vorlesen, weil eben es keine Live-Übertragung wie bei Zoom heute möglich ist und über Facebook es eben halt nur so ist, dass ich eure Kommentare und Fragen sehe und leider euch auch nicht sehen kann. Aber ich spüre euch. Und das ist das größte Geschenk überhaupt. Und heute, liebe Facebook-Freunde, in diesem größeren Raum mit JITZ-TV zu sein, ist ein wahrliches Geschenk. Und wer es noch nicht kennt, geht dann gerne auch mal zu JITZ-TV. Da sind all diese wunderbaren Lehrer, die aus ihren verschiedenen Perspektiven auf die Wahrheit hinweisen. Und auch nochmal JITZ-TV mit Devaseto und dem ganzen Team von JITZ-TV ein herzliches Dankeschön für dieses Ermöglichen, vielen tausenden Menschen zu ermöglichen, an diesen verschiedenen Perspektiven der Weisheitslehrer teilzunehmen. So hat jeder die Möglichkeit, mit verschiedenen Lehrern in Resonanz zu treten. Vielen, vielen Dank, Devaseto und dem Team. So, gibt es Fragen, was dem einen oder anderen auf dem Herzen liegt? Dann seid ihr herzlich eingeladen, Fragen oder Kommentare zu schreiben. Es ist auch für mich enorm erleichternd, keine Ahnung zu haben. Und einfach nur zu sein. In diesem zeitlosen Herz berührt sein.
Corinna schreibt, gehst du jetzt mit Stress anders um als vorher, vor dem Erwachen? Das ist eine gute Frage. Muss ich mal drüber nachdenken. So als Geschichte. Ja und nein. Was bedeutet das nun wieder? Also das Nervensystem, ja, die individuelle Form, die bleibt ja nach dem Erwachen. Und dennoch ist es möglich, durch diesen Switch, durch diesen Shift, der einfach geschieht, ohne dass man das machen kann, dass das Nervensystem einen anderen Verlauf nimmt, also es alles ruhiger zugeht. So erlebe ich das auch. Da ist immer noch mal manchmal ein im körperlichen vor allem eine Reaktion auf Stress. Was ich aber festgestellt habe, dass es nicht von langer Dauer ist, dass es nur ganz kurz das System durchflutet, wenn man so will, und dann ist dieses Bewusstsein wieder in diesem Erkennen, dass es nichts zu machen gibt. Stress bedeutet ja, dass immer noch ein Impuls da ist, dass es etwas anders sein sollte, wie es ist. Nicht wahr? Dieser Impuls taucht auf, auch bei Helmut. Und dann ist dann gleichzeitig ein Erkennen, was, wenn man so will, weiterschaut als dieser Impuls, der auftaucht und übergibt alles der Weite, ohne dass Helmut das Gefühl hat, dass er etwas daran gedreht hätte. Also versucht hätte, jetzt weniger Stress zu erleben oder so. In diesem Kontext, liebe Corinna, kommen mir gerade noch diese Worte, dass es über dieses Erwachen noch etwas hinaus gibt. Das, was über dieses Erwachen hinausgeht, das ist auch für mich nicht beschreibbar. Aber es ist etwas damals geschehen, was über das, was ich als Erwachen erlebt hatte, hinausgegangen ist. Das war von im Zeitlosen so kraftvoll, wenn man überhaupt das Wort kraftvoll benutzen kann dafür, dass es mich total überschwemmt hatte und mein Gehirn hat rebelliert und wollte das nicht, das System. Aber gleichzeitig war mit diesem Nichtwollen diese Unfassbarkeit auch gleichzeitig ein Ergeben, das nichts zu machen ist. Das ist einfach so, wie plötzlich der Tod eintritt. Da ist ja niemand mehr, der da noch sich gegen wehren kann. Da ist einfach nur und dieses Zeitlose. Und das, diese Gnade ist jenseits von Worten.
Es ist nur das, was aus meinen Augen schaut und was aus meinen Augen sieht, dass das, was es sieht, dieselbe Qualität hat wie das, was aus meinen Augen schaut. Dass wir alle ohne Ausnahme vor allem sind, was in diesem Lebenstraum jemals erschienen ist, erscheint oder erscheinen wird. Dass wir alle vor dem Bewusstsein sind. Und darüber jetzt hier zu sprechen, ist das Mysterium, das sich gerade so zeigt. Ungebunden von der erscheinenden Form. Wer an einem Darshan mit Helmut noch in diesem Jahr teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen, hier in Schonach im Schwarzwald zwischen dem 26. August und 3. September teilzunehmen. Es gibt dazu keine Anmeldungen. Jeder informiert sich über Schonach, Schwarzwald, Ferienwohnung, für ein, zwei oder eine Woche, je nachdem, wie lange er bleiben möchte. Und der Rest ergibt sich einfach durch unsere täglichen Treffen. Bijari schreibt, hallo Bijari, hier taucht immer wieder die Frage auf, ob das Erwachen nicht doch eine Art Prozess ist oder sein kann. Vielleicht bei jedem anders und sowieso einzigartig. Weiter schreibt Bijari, was hat sich verändert, dass du es jetzt Darshan nennst? Also das sind jetzt zwei Fragen. Ja, also, ja, ich würde das auch so sehen, liebe Bijari, dass Erwachen ein Prozess ist. Auch das ist wieder widersprüchlich in sich selbst, weil ja nur die Zeitlosigkeit ja existiert und dennoch in diesem Lebenstraum ja Zeit erscheint und so auch die Prozesse. Also so habe ich es auch erlebt, damals diesen Erwachungsprozess, wenn man so will. Und dann war es für mich auch schon genug. Ich habe dann so vor 6, 7, 8 Jahren nichts weiteres mehr gesucht. Und dennoch ist da scheinbar, ich sage scheinbar, weil da gibt es kein Wissen drüber, etwas geschehen, was jenseits von Erwachen ist. Aber ich habe keinen Namen dafür und muss es auch nicht wissen. Beschäftige mich auch nicht damit. Ja, du fragst, was hat sich verändert, dass du es jetzt Darshan nennst? Ja, mein letztes Treffen hier im Schwarzwald, über die 14 Tage laufend kamen in dieser Wohnung, die angemietet wird für diese Treffen,
Du kennst sie ja auch, Bejari, du warst ja auch mal hier dabei. Ist ein Kommen und Gehen ohne Anmeldung, ein fließendes Kommen und Gehen und in der Regel so zwischen 12, 15, ich glaube maximal waren mal 18 oder 20 Personen. Das ist aber schon grenzwertig, also mehr dürften es nicht sein, haben an diesem Treffen teilgenommen. Und ja, was ist der Unterschied zwischen Satsang und Darshan? Eigentlich gibt es keinen. Ich nenne es Darshan, weil es ist das, was es unmittelbar trifft, Schauen des Göttlichen. Die Schau des Göttlichen durch deine Augen und das Schauen des Göttlichen in deine Augen. Es ist ein fließendes energetisches Phänomen, was tief berührt und alles Mögliche auslösen kann. Lachen, weinen und auch Schattenseiten, die noch nicht verarbeitet sind in uns, ja, die sich zeigen können in diesem Treffen. Ja, und auch in diesem Darshan bitte ich manchmal Menschen zu mir zu kommen, neben mir Platz zu nehmen und ganz nah mit mir in eine Kommunion einzutreten. Auch dort geschieht sehr viel Wunderbares. Ich weiß nicht, liebe Bijari, ob dir das als Antwort genügt. Bejari schreibt, ja, genau das habe ich ja damals bei dir sitzend erlebt. Ja. Und so ist es auch diesmal von vielen Menschen in diesem Treffen berichtet worden. Es ist also nicht so sehr, es ist nicht in den Worten, diese Übertragung. Die Worte sind nur Beiwerk, wenn man so will. Nicole schreibt ein solches Geschenk. Ja. Ja, so wunderbar zu erleben, liebe Nicole, wie mit dir und Hans-Peter und auch vielen anderen, die eine weite Strecke in Kauf genommen haben, um dabei zu sein. Es waren sehr viele Pärchen diesmal da. Und es war auch noch nie für mich so tief wie in diesem letzten Treffen. Marco, ja, du warst auch dabei. Du lieber mit deiner lieben Lola. Du schreibst, es ist die energetische Unmittelbarkeit.
so wie gerade, Marco. Ja, heute kam ja die Frage, dass Menschen, die so in der Liebe sind, oft verzweifeln, wenn sie sehen, dass sie anderen Menschen nicht immer so helfen können, wie sie möchten oder wollen. Und es ist gut, von jeglichem helfen wollen zu lassen. Hilfe geschieht von selbst in der Liebe, wenn wir ja auch von unserer eigenen Hilflosigkeit, nicht helfen zu können, berührt sind. Einfach in diesem zeitlosen Berührtsein mit allem, was in dieser Welt geschieht, verweilen. Das ist das Heilsamste und gleichzeitig kostet es uns keine unnötigen Kraftverlust. Es ist wesentlich, unsere Kraft nicht zu verschwenden. Es ist wesentlich, bei sich zu bleiben, als das, was keinen Namen hat, was oft als nichts beschrieben wird, was schon alles ist. Aber was soll's mit allen Worten? Wesentlich ist, dass
nochmal als Erinnerung für alle, die noch zugeschaltet haben. Das sollte heute kein Facebook-Live-Chat sein, wie die vielen in den letzten Jahren. Es sollte ein Zoom sein mit JITZ-TV, was aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert hat. Ja, liebe Evin, du hast mich auch wahrscheinlich auf Zoom gesucht. Es hat nicht geklappt. Es sollte nicht sein. Dafür sind wir jetzt hier. Yvonne schreibt trotzdem schön hier, ja. Danke, liebe Yvonne. Yvonne ist auch vom JITZ-TV-Team. Eine große Hilfe für diese vielen Videos und Interviews mit den erwachten Lehrern in die Welt zu tragen. In diesem Augenblick, liebe Freunde, was braucht es? Wer den Impuls hat, etwas zu fragen oder zu kommentieren, ist dazu herzlich eingeladen. Ansonsten genießen wir diesen Herzensraum, in dem nichts gebraucht wird. Wo die Liebe fließt. Der liebe Devaseto von JITZ-TV hat versucht, über JITZ-TV dieses Facebook-Live-Chat zu verlinken. Ich weiß nicht, ob es klappt. Alles geht seinen Gang, so wie es sein soll. Hans-Peter schreibt ganz wunderbar, direkter Darshan hier, bin froh, dass es nicht wegzoomt. Danke, lieber Hans-Peter. Evin schreibt, ich sehe sie, die Liebe. Ja. Liebe Evin, ja, liebe Freunde, und ich spüre sie in allen von uns. Wir sind alle diese Liebe in diesem Feld der Liebe. Corinna, auch nochmal herzlichen Dank. Auch Corinna ist vom JITZ-TV-Team so wunderbar auch jetzt dabei und sie bestätigt nochmal, dass es verlinkt ist, auch jetzt auf JITZ-TV. Es kann gar nicht oft genug gesagt werden, liebe Freunde, dass diese Arbeit von Devaseto und JITZ-TV mit dem Team, wie die Corinna,
und Yvonne und die vielen anderen eine unfassbare Hilfe ist über die letzten Jahre. Und Spenden sind herzlich willkommen über JetzTV. Für diese Arbeit, die ehrenamtlich geschieht. So kraftvoll ist das Feld der Liebe in dieser scheinbaren Welt des Mangels, der Welt der Rechthaberei, des Urteilens und des Brauchens. Und diese Freiheit, die von sich selbst nichts weiß, hier in dieser unmittelbaren Gelöstheit etwas zu brauchen oder zu vermissen, wo alles sein darf und nichts sein muss. Ist göttliche Freude, die von sich selbst nichts weiß. Das Göttliche weiß von sich selbst nichts. Ist das nicht erstaunlich? Wenn das nicht der Hammer ist, das Göttliche kennt sich selber nicht und ist doch hier, was aus unseren Augen schaut. In diesem energetischen Unmittelbarkeit des Augenblicks. Gelöst von allem Wissen, speziell auch von allem spirituellen Wissen, zurück in diese Einfachheit, sich fallen zu lassen. Was niemand machen kann, ist Gnade. So zeigt sich das Göttliche in allen Facetten, von der Ernsthaftigkeit bis hin zum lustigsten, spaßigsten, kindlichem Sein. Corinna schreibt, du bist ja Globetrotter. Ich würde auch gern dieses Land dauerhaft verlassen, sehe aber absolut keine Möglichkeit. Weiter schreibst du, Sprache, finanzielle Möglichkeiten und so weiter. Ist es nur in Anführungszeichen eine innere Einstellung?
Ich weiß es nicht. Helmut ist halt, eigentlich bin ich kein Globetrotter. Ich war vielleicht mal einer, auf der Suche, immer nur weg, das ist aber schon Jahrzehnte her. Helmut hat dieses unfassbare Glück gehabt in diesem Lebensraum, schon relativ früh eine äußerliche Freiheit genießen zu können, so möchte ich es mal sagen. Aber ich war immer noch unerträglich getrieben von es ist nicht genug, das ist es nicht. Ja, es war für mich selbst auch die Hölle, ein Globetrotter zu sein. Das ist, im Außen ist diese Freiheit des Dauerhaften, nichts mehr brauchen zu müssen, nicht zu finden. Nur durch dieses System meiner körperlichen Form habe ich mich daran gewöhnt, die Wintermonate in wärmeren Zonen zu verbringen und verbringe dort die letzten 20 Jahre nicht mehr durch die Welt zu reisen. Es war mir zu viel geworden. Ich wollte einen Platz haben, wo ich entspannen kann, wo ich einfach ausruhen kann und habe so muss ich ja sagen, weiß ja nicht, was die Zukunft bringt, in den letzten 20, 25 Jahren in Thailand gefunden. Das war alles. Und ich bin immer nicht ständig ausgewandert, sozusagen, sondern ich bin die Hälfte der Zeit immer wieder zurückgekommen und auch immer noch gerne hier. Solange es möglich ist, bin ich gerne immer wieder auch hier. Genauso wie dort. Ich kenne dort viele Experten, die ganz da leben, möchte aber mit keinem von denen tauschen. Zumindest, solange es möglich ist. Ja? Weil ich liebe auch das Sein hier. Auch wenn hier vieles nicht so einfach ist wie da. Und ich eigentlich ein sehr fauler Mensch bin, der gerne alles machen lässt. Also, mit diesem dauerhaft, das ist so eine Sache, es gibt kein dauerhaft. Weder für mich noch für dich, liebe Corinna, es gibt nur das, was ist. Ja. Und letzten Endes sind wir hilflos, dem ausgeliefert, das zu sein, mit dem wir sind. So ist es am besten, zeitlos zu bleiben. Aber frag mich nicht, wie man das macht. Das kann man ja nicht machen. Man kann es nur sein. Und im Zeitlosen gibt es keine Sequenz, dass etwas anders sein sollte. Und tatsächlich gibt es ja nur dieses Zeitlose jetzt. Das ist die einzige Wirklichkeit. Hier können wir Pläne machen, aber ob sie in Erfüllung gehen, das wissen wir nicht. Wir haben keine Rechte auf ein bestimmtes Erleben. Niemand in dieser menschlichen Form. Da kannst du gerne mal Jesus fragen, bevor er gekreuzigt wurde. Alles ist Gnade und es gibt nur diesen Augenblick der Gnade. Gnade ist, wenn wir uns befreien von unseren Geschichten und unseren Vorstellungen, sodass nur der Raum bleibt für dieses unmittelbare Schauen. Wieder wie ein Kind zu sein. Frag ein Neugeborenes oder ein Kleinkind, das noch nicht den zweiten Geburtstag erlebt hat,
Na, wo bist du denn am liebsten? Es wird dich nur anschauen und als neugeborenes göttliches Wesen nur durchschauen. Wir sind alle in diesem Raum des Zeitlosen, wo es nichts zu erreichen gibt. Und wenn du mich jetzt fragst, liebe Corinna, was hat mich das gebracht? Dieses tolle Leben. Es ist verschwunden. Ich habe tausende von Fotos irgendwo in Thailand, erinnere ich mich gerade, an irgendwelchen Schubladen. Ich habe nicht das Bedürfnis, da nochmal reinzuschauen. Es ist nicht mehr das Leben, was jetzt ist. Es hat für mich keine Bedeutung mehr. Bedeutsam ist tatsächlich immer nur, was ist. Und da kommen sicherlich Fragen wie, ja, aber, das zählt nicht. Es gibt kein Ja, aber, es gibt nur das. Berührt sein von dem, dass es nicht anders ist, wie es ist, wie gerade. Ich weiß nicht, liebe Corinna, ob dir das genügt als Antwort. Aber ob es eine innere Einstellung ist, da ist keine innere, bei mir ist keine innere oder äußere Einstellung. Da ist nichts. Da ist nichts Einstellbares mehr. Es ist einfach nur das. Yvonne schreibt, knisternde, schlichte Stille, auch viele Bilder. Weiter schreibt Yvonne, sich sehen ist aber auch schön. Ja, es ist schade, dass ich euch nicht sehe, nur spüren kann. Ja, liebe Freunde, ich muss hier mal das Licht anschalten. So, denn hier draußen geht das Tageslicht dem Ende entgegen. Auch hier ist im Außen eine wunderbare Stille. So. Ja, liebe Freunde, gibt es den Impuls, bei dem einen oder anderen etwas mitzuteilen oder zu fragen, dann seid ihr herzlich eingeladen. Diana schreibt, hier ist nur ein großes Danke. Ja,
Danke auch dir, liebe Diana. Du warst ja auch schon öfter hier zu diesen Treffen im Schwarzwald und hast auch diesen weiten Anweg aus dem Osten unseres schönen Landes nicht gescheut. Und es ist immer wieder wunderbar, wenn wir uns in die Augen schauen und berührt sind von dieser Liebe, die einfach fließt. Die Liebe selbst zu sein, die nichts braucht. Und sich einfach wie eine Blume verschenkt. Ja, es gibt nochmal von mir hier einen Hinweis auf JetzTV und Zoom. Das sollte ja heute ein Zoom-Meeting sein. Und all die lieben Freunde, die jetzt auf JetzTV zuschauen und nicht jetzt hier auf Facebook, der Hinweis, leider kann ich euch nicht sehen. Ich weiß auch nicht, ob ihr mir Fragen stellen könnt auf JetzTV, auf jeden Fall allerdings oder auf jeden Fall auf Facebook. Gerne, liebe Yvonne. Elke schreibt, ich erlebe gerade diese Weite hier. Übergib dieses Ich auch noch dieser Weite. So dass nur noch Weite hier ist. Grenzenlose Weite, weiter wie das Universum. Corinna schreibt, wegen der inneren Einstellung. Ja, ich muss mal einen Schluck. Corinna schreibt, vielleicht hindere ich mich selbst daran, Neues zu machen, weil es für mich nicht vorstellbar ist. Ja, das stimmt, liebe Corinna. Es ist nicht vorstellbar. Dieses, sich etwas vorzustellen, ist eine Begrenzung. Immer. Ich erinnere mich in diesem Kontext, wo du das schreibst, in jungen Jahren, dass ich mal in Brasilien war, ohne ein Wort Portugiesisch und dort in Städten mich verlaufen habe, in Großstädten, wo niemand Englisch sprach. Und ich mich so verlaufen habe, dass ich nicht mehr zu meinem kleinen Hotel gefunden habe. Es war nicht vorstellbar, völlig hilflos zu sein in einer Millionenstadt
Und doch in irgendeiner Form von etwas getragen zu sein, dass sich alles doch wieder fügt. Und so habe ich es sehr oft erlebt. Ich bin immer auf geradeaus gefahren, wusste nicht wohin, habe mich nicht erkundigt, nicht informiert und habe auf diese Art und Weise unfassbare Abenteuer erlebt, die mehrere Bücher füllen würden oder Filme sogar, aber ich zu faul bin, es niederzuschreiben. Oder mich an mit Vergangenem zu beschäftigen. Weiter schreibst du, Corinna, andere Menschen gehen einfach los. Ja. Es ist dann, sei okay damit, dass es für dich nicht so ist. Es soll dann in deinem System nicht so, ist es nicht vorgesehen, dass du einfach so losgehst. Das ist, es einfach loszugehen ist weder richtig noch falsch wie alles andere. Es gibt kein richtig oder falsch. Und so wie ich dich erlebe auf Jetzt TV, liebe Corinna, erlebe ich dich eigentlich doch sehr im Frieden. Da ist nichts, was aus deinen Augen schaut, was Unruhe mit sich trägt, dass da etwa eine Bewegung ist, dass da etwas fehlt. Hans-Peter schreibt, großes Dasein. Leuchten kommt hier aus meinem Handy und lacht. Danke an die Quelle. Gerne, lieber Hans-Peter. Tief berührt von Nicole und dir, wie ihr mich gefunden habt, über Jetzt TV auch. Und eure Offenheit, eure Empfänglichkeit und Hingabe ist unfassbar. Corinna schreibt, vielen lieben Dank. Ja, herzensgerne, liebe Corinna. Es gibt kein richtig oder falsch. Es mag eine Sehnsucht in unserem Herzen sein, aber diese Sehnsucht ist eigentlich die Sehnsucht, zu uns selbst zurückzukommen, zu unserem ursprünglichen Sein, zu der Quelle. Und die ist immer nur zu finden in dem, was du wir in Wahrheit sind. Ich erinnere euch immer nur an das, was wir in Wahrheit sind. Dieses unschuldige, neugeborene, göttliche Sein. So wie wir alle neugeboren geschaut haben. Wo noch niemand war. Und doch dieser Geschmack des Göttlichen in diesem alles zu durchschauen. Ja, und liebe Corinna, wenn du mal nach Thailand möchtest, dann buch einen Flug im Winter für 4 Wochen oder so. Und dann kannst du auch gerne mal bei mir vorbeischauen. Und ich gebe dir da einige Tipps, wie du dann
ganz von selbst auch durch das Land reisen kannst. Sicher, einfach und unbeschwert. Interessanterweise sind jetzt diese alle Beschränkungen ab 1. Juli in Thailand fallen weg. Es gibt da nichts mehr, was man braucht. Und das wird es wieder sehr, sehr einfach machen. Der Nachteil ist, dass wieder viele Touristen unterwegs sein werden im Winter. Und ich diese Zeit mit dieser Corona-Geschichte doch da letztes Jahr bis diesem Frühjahr, diese 16 Monate, die ich dort geblieben bin, sehr genossen habe. Diese unfassbare Stille ohne Massentourismus. Aber wie gesagt, das ist auch nur eine Geschichte. Wesentlich ist nur das. Ulrike schreibt, brauche nichts mehr, bis auf Dashan, bis ans Ende des Lebens. Ja. Bis ans Ende dieses Lebenstraums, liebe Ulrike, schaut aus deinen Augen Dashan. Das Göttliche, was aus deinen Augen schaut. So wie gerade. Silvia schreibt, hallo lieber Helmut, hab gerade gesehen, dass du live bist. Herzensdank für alles Liebe. Ja, gerne, liebe Silvia. Ja. Es war nicht geplant, auf Facebook live, aber es sollte sein, sonst wäre es nicht so gekommen. Denn alles, was geschieht, geschieht einfach. Wir haben keine Kontrolle. Das hat uns heute dieses jetzt TV, Zoom gezeigt. Es hat irgendwie nicht geklappt. Und dann hat der liebe Devaseto von Jetzt TV diese gute Idee gehabt, es mit Facebook zu verlinken. Sodass jetzt auch alle, die nicht auf Facebook sind, über Jetzt TV zumindest das sehen können. Auch wenn ich sie leider nicht sehen kann, so wie das hier auf Facebook nun mal so ist, ich eure Kommentare nur lesen kann. Ja, wer noch etwas den Impuls fühlt, etwas mitzuteilen oder noch eine Frage hat, ist dazu jetzt noch herzlich eingeladen. In den letzten Minuten, die uns noch bleiben. Und ich möchte nochmal den Hinweis geben, also es gibt noch ein Dashan-Treffen mit Helmut zwischen dem 26. August und dem 3. September. Ohne Anmeldung, jederzeit willkommen, in Schonach im Schwarzwald, im Obertal. Dort gibt es einen sogenannten Terrassenpark, dort kann man sich einmieten in Ferienwohnungen. Und nebenan
finden abends immer um 19 Uhr die Treffen statt. Da schauen. Und tagsüber treffen wir uns zum gemeinsamen Wandern in Stille oder in Einzelgesprächen, gemeinsames Mittagessen, wer möchte. Alles ist ohne Anmeldung, keine formellen Anmeldungen. Es ist ein fließendes Kommen und Gehen. Jeder so, wie er kann. Und manche bleiben die ganze Zeit und darüber hinaus. Hallo Jim. Jim schreibt, kann das Video auch noch bei YouTube hochladen? Ja, danke schön, lieber Jim, noch für diesen Hinweis. Jim, der für mich die letzten Jahre immer wieder auch die Live-Chat-Videos auf YouTube hochgeladen hat, zu sehen alle unter Apsislos oder unter Helmut Charam, glaube ich. Da ist mein Kanal. Mein Kanal heißt Apsislos bei YouTube. Da gibt es hunderte Facebook-Live-Chat-Videos von Thailand, von Köln, vom Schwarzwald und oder wo überall Treffen stattgefunden haben. Aber die schönsten Treffen sind tatsächlich die Treffen, wo wir uns, wie auch Jim, du warst ja auch hier dabei, begegnet sind. Und ich bin tief berührt von all den Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, mir in irgendwelchen Treffen an Orten zu begegnen, aus irgendwelchen Gründen auch immer, und doch hier mit mir sind. Und es ist eine große Freude und auch immer ein Wunder darüber, dass so viel Ballast abfallen kann, ohne dass Helmut was macht. Hier ist immer wieder eine Art Sterberaum, wo wir von allem lassen können. Alles stirbt ab, was wir nicht sind. Und es bleibt nur die Quelle. Hans-Peter schreibt, Darshan ist auch Übermittlung. So fühlt es sich an. Danke fürs Übermitteln. Weiter schreibt Hans-Peter, Geschmack des Göttlichen. Ja, danke schön. So ist es. Das ist es, was das Leben, das wir sind, uns göttlich erblühen lässt. Es ist die Essenz, es ist das Parfüm, es ist die Lotusblume. Ja, danke, liebe Freunde, für unser gemeinsames Sein in Liebe, tief herzberührt, verabschiede ich mich. Und wer etwas spenden möchte für Jetzt TV, ist herzlich eingeladen. Schaut unter
Jetzt TV und Wolfram Umlauf, Devastator und Team. Dort sind Spenden herzlich willkommen. Dankeschön. Da war eine Spinne, die wollte mich umarmen. Ein Riesenvieh, ui. Hm.